So denn, Leute, es ist ein wunderschöner... Naja, das Wetter ist gerade eher so lala, aber es ist auf jeden Fall Freitag und es ist Zeit, das Wochenende mit einem neuen Newsflash einzuleiten. Aktuell hinkt die Xbox One kommerziell noch immer hinter der PS4 her. Nun ist vor einiger Zeit für 399 Euro eine Variante ohne Kinect erschienen, mit dem Ziel, die Verkäufe anzukurbeln. Nicht zuletzt auch, weil Kinect 2.0 viele Kunden abgeschreckt hat. Der gewünschte Effekt scheint tatsächlich zu erfolgen, zumindest meldet GameStop, dass die Verkaufszahlen zugelegt haben. Der ein oder andere weiß vielleicht, dass die Tochter des Schauspielers Robin Williams nach Prinzessin Zelda aus einer sehr bekannten Videospielserie benannt wurde. Nun postete Zelda Williams auf Twitter, sie würde Something Extra Special auf der E3 machen. Schnell lag die Vermutung nahe, dass sie vielleicht The Legend of Zelda für Wii U enthüllen wird. Und das liegt gar nicht mal so fern. Immerhin hatte sie schon einmal als Werbemaskottchen für Nintendo gearbeitet. Dass Watch Dogs einschlagen wird wie eine Granate, damit haben wahrscheinlich alle gerechnet. Doch diese Wucht hatte sich Ubisoft wahrscheinlich selbst nicht träumen lassen, denn das Open-World-Spiel brach kurzerhand den firmeninternen Rekord der meisten Verkaufszahlen nach 24 Stunden. Ob das neugeborene Franchise allerdings die erfolgreichste Ubisoft-Reihe Assassin's Creed vom Thron stürzen kann, wird sich noch zeigen. Wir gratulieren dem französischen Publisher auf jeden Fall für diesen großartigen Erfolg. Wer schon immer mal ein Spiel selbst produzieren wollte, sollte mal den Humble Store aufsuchen. Bis nächste Woche erhaltet ihr dort den RPG Maker in der Version VX Ace für aktuell unter 10 Euro. Außerdem wird der Großteil des Geldes für gemeinnützige Zwecke gespendet, also tut ihr auch etwas fürs Karma. Freut sich hier noch jemand auf Super Smash Bros.? Wenn ja, dann könnte eure Vorfreude noch mehr gesteigert werden, denn Nintendo wird für die Wii U einen GameCube-Adapter veröffentlichen. An das Gerät kann man bis zu 4 Controller gleichzeitig einstöpseln, sodass sich Veteranen nicht darum streiten müssen. Den Twitter-Kommentaren zu urteilen, kommt die Idee sehr gut an. So Leute, das war's mit dem Newsflash für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch oder aber einen Daumen runter, wenn es euch halt nicht gefallen hat. Wenn ihr mehr Informationen zu den einzelnen News haben wollt, dann schaut auf unsere Webseite www.bluegaming.de oder aber ihr werft einfach direkt einen Blick in die Beschreibung, wenn ihr es ein bisschen eiliger habt, da kriegt ihr die Direktlinks. Links kommt ihr zum letzten Newsflash vom Tim. Dort ging es unter anderem um Half-Life 3 und Far Cry 4. Und rechts kommt ihr zum vorletzten Newsflash, dort noch einmal OMG, Omega Rubin und Alpha Saphir. Ich werde mich selber für diesen Witz schlagen. Dankeschön. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche oder ein wunderschönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das hier schaut. Und bis dann!